10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, liebe Zuschauer, sie beginnt die 10 oder Top 10 Show, sagen wir es mal so. Und wir haben ja absolute Bestseller für Sie, liebe Zuschauer. Und bei jedem Produkt, welches Sie jetzt im kommenden Ranking genießen dürfen, sollten Sie auf jeden Fall schnell sein. Denn die Bestseller, die sind richtig heiß begehrt. Sie wissen vielleicht, dass wir über 16.000 Produkte haben. Das heißt, eine Riesenproduktvielfalt. Und die Top 10, die bekommen Sie jetzt zu sehen. Und deshalb würde ich sagen, wir reden gar nicht lang, Carsten, sondern beginnen direkt für Sie mit Platz Nummer 10. Ja, liebe Zuschauer, und auf Platz Nummer 10, ja, da wird Ihnen geholfen. Geholfen mit einem kleinen Gadget. Sie kennen es vielleicht, diese Kabelfummelei, wenn man das Smartphone oder das Tablet laden möchte. Das ist so umständlich und macht eigentlich gar keinen Spaß. Und das nehmen wir Ihnen jetzt ab. Also, kein umständliches Kabelgefummel mehr mit dem magnetischen Micro-USB-Adapter. Und das zu einem sagenhaften Preis. Unterstützt das Laden und natürlich auch den Datentausch. Aber vor allem wird Ihnen geholfen. Stimmt's, Carsten? Ja, das ist absolut genial, muss ich zugeben. Also ich habe das vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen. Ich wusste gar nicht, oh, da wäre es fast nass geworden. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, liebe Zuschauer. Denn Sie kennen wahrscheinlich das die klassische Ausrichtung, gerade bei den Android-Geräten. Das ist natürlich hier in der Regel der Micro-USB-Anschluss, mit dem man die Geräte entsprechend lädt. Das heißt, Sie haben diesen kleinen Anschluss für die Anbindung am Mobilgerät und diesen USB-Anschluss, der kommt dann in das Netzteil und das führt dann zur eigentlichen Stromversorgung. Jetzt haben wir hier diesen kleinen Artikel. Der ist klein und unscheinbar und der wird ganz einfach auf den Micro-USB-Anschluss draufgesteckt. Jetzt muss ich gucken, dass es vom Profil her passt, genau so. Und auf der anderen Seite ist ein magnetischer Kontakt und das bedeutet, wenn ich jetzt hier hingehe und möchte mein Smartphone laden, mein Android-Smartphone, muss ich jetzt eben nicht mehr den ganz normalen Stecker andocken, was mir wahrscheinlich nach dem 10. Mal spätestens hier dann also auch ganz einfach einen Kabelbruch beschert. Hier gehe ich ganz einfach hin und docke das Ganze per Magnet an. Das ist so winzig, dass wir Ihnen das am besten ganz einfach mal am Gerät direkt zeigen. Das heißt, wir haben hier bei einem Android-betriebenen Smartphone natürlich den Micro-USB-Anschluss zum Laden. Das heißt, der kleine Adapter kommt in den Ladeanschluss rein. Der bleibt rein. Aber auch dort. Der ne? bleibt auch da, ja, ganz genau. Ist aber egal, das heißt, ich habe hier auch einen Schutz. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mein Smartphone, ich gehe mal davon aus, dass alle Damen das Smartphone irgendwo in der Tasche rumfliegen haben, in der Jackentasche, vielleicht sind sie Raucher, haben da noch Tabak und generell so kleine Krümelchen zum Beispiel in der Tasche, dann wissen sie, dass gerade natürlich da an der Ladestelle ganz oft Krümelchen sind und dass man deshalb auch das Smartphone in gewisser Weise zum Beispiel beschädigen kann. Auch das fällt hier absolut weg und vor allem, Sie bekommen ganz viel Komfort für 6,56 Euro, ein sagenhafter Preis. Ja. So kommt das kleine, tolle Produkt zu Ihnen. Der magnetische Micro-USB-Adapter hier und dann geht's auch schon los. Wow, ich finde das absolut gigantisch, denn man kennt das hier mit diesen blöden Kabeln. Also hast du ein Apple-Gerät, sind die sogar noch sündhaft teuer. Da zahlst du für so ein blödes Ladekabel Lightning auf USB, also locker mal deine 30, 35 Euro. Ich habe es doch schon mal mit den günstigen Kabeln probiert, die Nachbildungen, aber ganz ehrlich, da funktioniert nur jedes zweite, speziell bei den iPhones ist das so eine Sache für sich. Aber hier bei den Android-Geräten sind wir sehr genügsam unterwegs und du hast nicht mehr das Problem, dass du hier ständig ein Kabel abbrichst oder Kabelbruch produzierst, weil hier das Andocken und das Abdocken absolut fantastisch funktioniert. Da hast du recht und die sind richtig teuer, wenn man die Ladekabel nochmal neu kaufen muss. Sie kennen das wahrscheinlich, man versucht es irgendwie reinzuschieben, das Ladekabel. Ja, dann knickt nochmal. Ja, beim dritten Mal, ja, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Liebe Zuschauer, schützen Sie einfach Ihr Smartphone, schützen Sie Ihr Ladekabel und vor allem schützen Sie Ihre Nerven. Ja. Also das ist ja sowas von furchtbar, wenn man da rumfummeln muss. Ne? Ich kenne sogar Leute in meinem Bekanntenkreis und im familiären Kreis, die müssen dann nochmal die Brille anziehen, um dann natürlich zu sehen, wie der Stecker reingeht. Brauchen Sie alles nicht. Das geht viel einfacher mit der HZ2844 und der 569. Ihr magnetischer Micro-USB-Adapter für Ihr Ladegerät und für Ihr Datenkabel in der Farbe Silber. Wir haben hier ein extra schlankes Aluminiumgehäuse, 3 Gramm, also federleicht. Ja. Und für alle Geräte mit einem Micro-USB-Anschluss ist natürlich hier dieser Adapter perfekt geeignet. 6,56 Euro, ein Preis, den Sie sich sichern sollten. Und Sie wissen natürlich, dass so Helferlein normalerweise im Elektrofachmarkt richtig teuer sind. Und wir haben auch hier eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 20 Euro. Also deshalb gehen Sie in die Leitung und sichern Sie sich hier Ihren Helfer. Mir ist da noch was aufgefallen. Kennst du das Problem mit den USB-Anschlüssen?
Ja, da ist ja mal ein ganz bestimmtes Profil. Das heißt, du kannst die nur auf eine Art und Weise andocken. Das stimmt, 50-50 liege ich immer falsch. Da hast du zwei rein. Da spielt es keine Rolle, ob sie rechts oder links rum andocken. Rechts oder links rum andocken. Liebe Zuschauer, das war Platz Nummer 10 der Bestseller. Und ich würde sagen, wir schauen noch mal gespannt auf Platz Nummer 9. Ja, liebe Zuschauer, es geht um Ihre Sicherheit. Sie sollen sicher sein und vor allem soll bei Ihnen zu Hause in den eigenen vier Wänden natürlich nichts passieren. Und wissen Sie, dass die meiste Brandursache nicht mal die Zigarette ist, sondern zum Beispiel ein Kurzschluss der Waschmaschine oder des Trockners? Das denkt man eigentlich gar nicht. Aber man sollte auf jeden Fall geschützt und gewappnet sein. Und das werden Sie hier auf Platz Nummer 9. Ein absolut fantastischer Funk-Rauchmelder. Danke dir, Diana. Vielen Dank. Und der hat Besonderheiten, Carsten. Ja, ganz genau. Denn um das Beispiel nochmal aufzugreifen, was du gerade erwähnt hast, es ist alleine von der Statistik her, und das können Sie gerne jederzeit mal nachgucken, einfach so, dass gerade also auch in der Waschküche bei einer, ich sag mal, vielleicht etwas in die Jahre gekommenen Waschmaschine mitunter schon mal ein Kurzschluss entsteht. Nur wo steht die Waschmaschine? Die steht im Keller. In dem einen oder anderen Haushalt auch mal im Badezimmer, ja, aber ist eher die Ausnahme. Meistens stehen die im Keller. Und wenn dann jetzt im Keller so ein Kabelbrand entsteht, dann liegt natürlich auch noch Wäsche. Ich sag mal, wenn sie nass ist, wird nicht viel passieren. Aber wenn sie trocken ist, gerade aus dem Trockner kommt oder auf der Leine hängt, dann gibt es da unten einen Brand. Ja, bis das Feuer aber bei Ihnen oben in der ersten Etage im Wohnraum angekommen ist, in einem Mehrparteienhaus, vielleicht sogar in der dritten, vierten Etage, ist es längst zu spät. Denn die meisten Menschen nehmen tatsächlich den größten Schaden nicht am Feuer, sondern tatsächlich am Rauch. Ja, und wenn man das einmal eingeatmet hat, reichen 2-3 Atemzüge und dann ist man mehr oder weniger schon auf dem Weg in Richtung Jenseits. Deswegen sind unsere vernetzten Rauchmelder genau das, was sie brauchen. Denn wenn ein Rauchmelder auslöst, lösen alle anderen, die du hier in den Verbund mit integriert hast, ebenfalls aus. Deswegen nenne ich sie Musketier, einer für alle, beziehungsweise alle für einen. Einer meldet, alle schlagen Alarm, liebe Zuschauer. Und das ist wirklich genau das Gute, weil wir nach wenigen Minuten, wenn zum Beispiel starker Rauch einfach in unserer Umgebung ist, dann verlieren wir einfach die Orientierung bei der starken Rauchentwicklung. Und vor allem, wenn Sie schlafen, dann haben Sie gar keine Geruchssinne. Das glaubt man eigentlich gar nicht, weil der ein oder andere möchte jetzt sagen, ja, aber ich rieche das doch. Also, wenn es da jetzt mal richtig losgeht in der Waschküche, nein, beim Schlaf wird Ihr Geruchssinn einmal unterdrückt, sodass Sie nur auf akustische Signale reagieren. Sie sehen das hier gerade einmal an der Grafik, wie das funktioniert. Das heißt, wenn Ihr Rauchwarnmelder zum Beispiel einmal unten im Keller installiert ist, in der Waschküche zum Beispiel oder in einem Hauswirtschaftsraum, den man angelegt hat, dann haben Sie oben noch welche, in der Küche, im Wohnzimmer vielleicht. Und bitte, bitte denken Sie natürlich auch hier an die Schlafzimmer, an die Kinderzimmer, wenn Ihre Enkelchen zu Besuch kommen, wenn Ihre Kinder dort schlafen zum Beispiel, dass Sie da einfach die maximale Sicherheit haben. Und sollte jetzt unten im Keller was passieren, dann werden Sie nicht erst von Ihrem Rauchwarnmelder quasi einmal geweckt, wenn der Rauch bereits schon oben ist, durch das Erdgeschoss durchgegangen ist, auf die erste Etage vielleicht. Nein, liebe Zuschauer, hier werden Sie direkt bei der Brandgefahr von unten, von dem Keller aus alarmiert durch dieses Funknetz der Rauchmelder, sodass Sie oben direkt wissen, okay, wir packen jetzt mal ganz schnell die wichtigsten Sachen zusammen. Die Kinder werden geweckt und dann geht es auch schon los. Das ist Sicherheit pur für Sie und vor allem auch für Ihre Familie. Für 54,06 €, liebe Zuschauer, bekommen Sie das Vierer-Set. Und das unter der Bestellnummer NC5149 und der 569. Also ich finde, das ist ein super Preis für maximale Sicherheit einfach. Das ist es gerade. Und unterm Strich gesehen schreibt der Gesetzgeber speziell auch für Neubauten, aber auch zum Nachrüsten für ältere Gebäude seit 2015, seit dem Beginn des letzten Jahres also schon den Einsatz von Rauchmeldern vor. Rein auch feuerpolizeilich, rein auch für Ihre Hausratversicherung ein ganz entscheidender Faktor. Da achten nämlich die entsprechenden Sachverständigen mit als Erste drauf. Und wenn Sie da nicht vernünftig mit den Rauchmeldern umgegangen sind, da vielleicht ein paar Euro investiert haben, ist es vielleicht ganz einfach so, dass man im Brandfall tatsächlich auf dem Schaden sitzen bleibt, zumindest eine Teilschuld bekommt. Das reicht übrigens auch schon, wenn Sie ganz einfach mal im Wohnzimmer ein ganz normales Teelicht brennen lassen. Wenn da also mal ein Brand draus entsteht, obwohl Sie nur in der Küche kurz waren oder eben kurz zur Toilette gegangen sind, kann das für die Versicherung also schon Grund genug sein, Ihnen da ein Stück weit mit eine Teilschuld anzuhängen. Muss man von Fall zu Fall schauen, aber lassen Sie es doch gar nicht erst so weit kommen. Nehmen Sie die vernetzten Rauchmelder, können Sie übrigens noch mehrere in einer Reihe schalten und die haben locker 60 Meter Reichweite. Auch mal fürs Gartenhäuschen ganz interessant oder auch mal für ein Mehrparteienhaus. Und auch Einliegerwohnungen. Garage zum Beispiel, Garage, wenn man einen kleinen Stall hat. Ja. Liebe Zuschauer, hier sollten Sie bitte zugreifen. Es geht natürlich auch um Ihre Versicherung, aber in erster Linie um Ihre Sicherheit.
Zeit, um ihr Wohlergehen und das natürlich auch jetzt in der besinnlichen Weihnachtszeit. Gerade jetzt. Ihre Bestellnummer, die NC5149 und die 569 für das Viererset. Sichern Sie sich auf jeden Fall hier den TV-Sonderpreis. Kommen Sie gesund und munter in das neue Jahr. Und wir machen weiter mit dem Bestseller, Platz Nummer 8. Erleben Sie Film und Musik vollkommen neu. Das ist eine Klangdimension, das können Sie sich nicht vorstellen. Liebe Zuschauer, wir reden von einer 6-Kanal-3D-Soundbar. Und Carsten, man kennt das oft. Ja. Man war vielleicht vor einiger Zeit in einem Kino, hat einen Film gesehen und ja, das war so richtig spannend. Durch die Soundeffekte zuckt man vielleicht zusammen bei einem Horrorfilm oder bei einer Komödie, lacht man richtig laut mit. Wenn der Film dann irgendwann mal im Fernsehen nochmal ausgestrahlt wird und Sie den zu Hause schauen, da denken Sie sich, hups, soll ich helfen? So, mal langsam absetzen. Was ist denn da los gewesen? Das ist nicht mehr der Film, den ich gesehen habe. Gefällt mir gar nicht so gut. Kann am Sound liegen. So, und das ist häufig der Fall, wenn man natürlich im Kino, wir brauchen ein bisschen Platz jetzt hier. Das ist also aufgrund der Leistungsdichte unserer Soundbar hier schon ein etwas größeres Kaliber. Aber wenn es einmal hängt, wird man davon gar nichts mehr merken. Ich möchte das gerne aufgreifen, was du gerade angesprochen hast. Ja. Jeder war wahrscheinlich von Ihnen mal in der jüngeren Vergangenheit im Kino. Und selbstverständlich ist das ein Erlebnis. Ja, man sitzt dann doch mittlerweile in recht bequemen Sesseln, hast dieses tolle Surround-System und dergleichen. Vorne die tolle Leinwand mit den hochauflösenden Bildern, ein Film deiner Wahl, den Schatz im Arm. Ja, allerdings ist es tatsächlich so, dass man dann zu Hause, wenn man den Film dann vielleicht noch ein zweites Mal schaut, auf einer DVD oder später dann auch im Fernsehen, feststellt, da fehlt was. Da fehlt der Wumms. Ja, also so das Tüpfelchen auf dem I fehlt da noch. Im Kino war der Film einfach ein bisschen spektakulärer, hat sie mehr geflasht als dann zu Hause auf dem Fernseher. Und das ist natürlich super, wenn man hier so eine Soundbar integriert, denn da hat man tatsächlich auch gerade bei den doch eher etwas atmosphärischen Filmen, mir fällt gerade spontan auch Gravity ein mit Sandra Bullock und George Clooney, wo du die ganze Zeit nur diese beiden Schauspieler siehst, wie sie da durchs Weltall treiben. Sehr soundlastig das Ganze, um natürlich also auch hier die Stimmungen und dergleichen zu transportieren. Im Kino kommt das entsprechend rüber, zu Hause nicht wirklich. Und deswegen nutzen unsere Kunden ganz einfach die Möglichkeit, richtig günstig, mal wirklich für einen schmalen Euro hier, an die tollen Soundbars ranzukommen. Und das hier mal eine fantastische Geschichte. Flammneu bei uns im Programm, auch wieder von unserem Top-Anbieter Auvisio, der uns immer wieder mit tollen HiFi-Lösungen verwöhnt. Und das Schöne ist, dass wir hier eine Soundbar haben, die man zum einen mit einem 5.1 Surround-System koppeln kann, wenn man das möchte, die Anschlüsse sind dabei, ist eine 6-Kanal-Soundbar. Zum anderen haben wir aber auch hier aufgrund der Ausrichtung der entsprechenden Lautsprecher ganz einfach ein regelrechtes 3D-Klangerlebnis. Das heißt, die Soundbar strahlt natürlich den Schall in eine Richtung ab, ja, aber durch die Anordnung der entsprechenden Boxen im Gehäuse jetzt hier, übrigens ein schweres Holzchassis jetzt hier, deswegen musste unsere Diana ein bisschen tragen gerade hier, ja, hast du ganz einfach so eine Art Raumklangerlebnis und sowas Ähnliches kennst du tatsächlich aus dem Kino. Herr Ruland, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir schließen diese 6-Kanal 3D-Soundbar einfach mal für Sie an. Denn dieses Sounderlebnis ist wirklich gewaltig. Hier können Sie Ihre Lieblingshits via Bluetooth direkt von Ihrem Smartphone oder von Ihrem Tablet auf die 6-Kanal 3D-Soundbar einmal streamen. Mhm. Und diese dann in grandioser Klangqualität hören. Oder Sie können natürlich auch hier einmal über die HDMI-Anschlüsse dann einmal Ihren Fernseher verbinden und dementsprechend dann Ihre Lieblingsfilme im besten Klang hören. Es hört sich gut an. Nehmen wir mal die gute Gloria hier. Du, mein lieber Carsten, also jetzt gerade vor Weihnachtszeit, die Gäste kommen, man möchte nach dem Essen mal richtig aufdrehen, singen, tanzen, die eigene Party zu Hause veranstalten. Ich glaube, ein schöneres Weihnachtsgeschenk, welches man sich selbst machen kann, gibt es gar nicht, oder? Nee, wirklich nicht. Jetzt pass mal auf, wir haben ja also in der Summe sind das 15 Lautsprecher in 5 verschiedenen Gruppen angeordnet. Die kannst du alle separat auch ansteuern, um je nach Situation zu Hause, um je nach räumlicher Gestaltung ganz einfach dieses 3D-Raumklang-Erlebnis auch zu generieren. Und das, was wir jetzt hier anbieten, ist wirklich absolut sensationell. Wir haben also Front und Center sozusagen mit jeweils zweimal Mittel- und einmal Hochtöner. Und das garantiert Ihnen dieses Raumklangerlebnis. Wenn wir uns jetzt mal zurücklehnen, der Schall geht nach vorne Richtung Kamera. Aber wenn ich jetzt hier mal zurückgezogen oder zurückgelehnt ganz einfach mal höre, ich habe das im kompletten Raum hier verteilt. Das heißt, der Schall wird vorne an dem großen Flachbildschirm abgefedert sozusagen und kommt wieder zu uns zurück.
Und dafür haben wir das Raumklangerlebnis, das ist Spitzenklasse. Oh, ich möchte die ganze Zeit lauter schalten, das macht einfach so viel Spaß. Da cool, muss man direkt oder? Mitwippen und mittanzen. So. So, Achtung, ich gehe mal nach vorne und ich würde sagen, Herr Rula, wollen wir ein bisschen tanzen? Über unsere Studiomikrofone kommt das natürlich im vorderen Teil besser rüber. Das Raumklangerlebnis werden Sie zu Hause aber deutlich spüren. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, als Verbindung zum Fernsehapparat, zum Flachbildschirm, Spitzenklasse. Die Dinger sind 1,5, 2 cm stark, da kommt nicht wirklich viel Resonanzraum. Ja? Aber gleichzeitig haben sie auch eine vollwertige Soundanlage, das heißt eine HiFi-Anlage mit Bluetooth-Anschluss, mit optisch und Koaxialanschlüssen. Alles dabei, was man haben muss. Wenn ich als Kölner zu der Musik tanze, kriege ich Post. Abgesehen davon wollen sie mich sowieso nicht tanzen sehen. Aber ein heißes Teil, oder? Und vor allem mit Spitzenleistung und mit Spitze 250 Watt. Das ist mal ein richtiges Raumklang 3D-Erlebnis vom allerfeinsten. Montagematerial wird mitgeliefert. Da ist alles mit dabei, was man haben muss. Allein dreimal der HDMI 4.1 Anschluss. Mal für unterschiedliche Soundsysteme, auch mal für einen Blu-ray-Player oder mal für eine Konsole. Da ist wirklich an alles gedacht worden. Das ist ein Klang, liebe Zuschauer. Den müssen Sie in Ihre eigenen heimischen vier Wände holen. Beschenken Sie sich selbst. ZX1603 und die 569 Ihre Bestellnummer. Ja. Das ist wirklich eine Klangqualität. Ja, da möchte man einfach nur noch träumen. Und wir machen mal weiter direkt im Bereich Fernsehen. Lieblingsfilme, Lieblingsserien vielleicht. Seien Sie gespannt. Platz Nummer 7. Ja, liebe Zuschauer, mit perfekter Klangqualität sind Sie jetzt einmal ausgestattet und dann möchten Sie vielleicht auch Ihre Lieblingsfilme, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit laufen, direkt einmal aufnehmen. Das sind so tolle Filme oder Serien zum Beispiel. Ja. Da gibt es viele, wo man vielleicht die ganze Staffel gar nicht schauen kann oder wo man zum Beispiel was verpasst hat, wo man sagt, ach, das würde ich eigentlich gern aufnehmen. Und gerade zum Beispiel die Jugendlichen, die gerne zocken auf der Spielekonsole, die haben ja auch YouTube für sich entdeckt. Und die laden zum Beispiel einmal hoch, wie sie durch ein gewisses Level gekommen sind und vertonen das Ganze. Ja. Auch das ist möglich mit Platz Nummer 7, liebe Zuschauer. Ein HDMI-Videorekorder Game Capture V2. Und das sieht so unspektakulär aus, dieses kleine Gerät. Ist es eigentlich auch. Wenn man so möchte, schleifen wir eigentlich nur das Signal von der Ausgabequelle, sprich also von der Konsole, vom SAT-Receiver, vom Kabel-Receiver, vom Blu-ray-Player zum Beispiel, ganz einfach nur durch. Das heißt, wir gehen einmal mit dem HDMI-Kabel vom SAT-Receiver, um bei dem Beispiel zu bleiben, das zeigen wir auch gleich, wie das gemacht wird, in den HDMI-Videorekorder hinein und mit einem zweiten Kabel an dieser Stelle ganz einfach aus dem HDMI-Videorekorder raus in den Fernseher. Das heißt, wir schalten dieses Gerät zwischen und können dann alles, was unverschlüsselt auf dem Monitor zu sehen ist, auf dem PC-Monitor, genauso wie auf dem Fernseher, ganz einfach aufzeichnen, indem wir hier vorne auf Rec drücken. Du hast es gesagt, es kommt normalerweise aus dem Videospielbereich, um diese Videospielsituationen aufzuzeichnen. Da wird natürlich auch ganz gerne mal vertont. Schau mal hier, da kommt jetzt eine scharfe Kurve, die kannst du hier so und so nehmen. Der Streckenrekord liegt bei 60 Sekunden, ich habe es in 55 geschafft, so ungefähr. Läuft das dann ab, wenn die Jungs und Mädels das dann zu YouTube stellen? Und deswegen haben wir natürlich auch hier Mikro- und Kopfhöreranschluss dabei, dass man ungestört oder auch gerne mal in Gesellschaft seine Kommentare ablassen kann. Natürlich müssen die Daten irgendwo hin und dadurch, dass wir einen USB-Anschluss vorne haben, können Sie jederzeit einen Speicherstick nehmen, bis zu 32 GB oder sogar auch mal eine externe Festplatte, wenn man das möchte. Kannst dir eine schöne Videosammlung zusammenstellen, die Blockbuster, Software ist dabei, schneidest du die Werbung raus und dann hast du wirklich zusammenhängende Filme in guter Qualität auf bis zu 2 TB, über 400 Blockbuster. Und vor allem braucht man dann nie wieder Filme zu leihen, weil sie ihre eigene Mediathek quasi zu Hause haben. Und ich muss ja gut und gerne auch mal 70, 80 Euro zum Beispiel zahlen, weil ich einfach vergesse, die Filme zurückzubringen. Da hat man das Geld locker wieder raus. Da hast du aber lang zu Hause immer. 104,41 Euro, liebe Zuschauer. Und hier sehen Sie einmal den Game Capture angeschlossen. Ja. Und jetzt ist es eigentlich super simpel, Carsten. Ich stecke einmal den USB-Stick hier rein. Richtig. Habe dann super simpel einmal die rote Record-Taste, die ich jetzt einmal drücke. Und jetzt schauen Sie sich bitte doch einmal das Musst du nochmal drücken, an. Sekunde bitte. So, also das, Sekunde. Die LED muss rot werden. Jetzt hat dann. Ja, bei dem Stick kannst du es auch erkennen anhand des Blinklichtes oben drauf. Aber dann achte darauf, dass die LED rot ist. Das ist das Zeichen für Aufnahme. Und jetzt nimmt der 1:1 das auf den Stick natürlich, was wir hier gerade über Pearl TV auf dem Fernseher sehen. Das heißt, wir kommen vom SAT-Receiver, gehen in den HDMI-Videorekorder mit einem HDMI
HDMI-Kabel rein, schleifen das Signal durch über das zweite Kabel ganz einfach dann wieder an den Fernseher weiter und das Gerät ist dazwischen geschaltet. Da wird jetzt ganz einfach diese Sequenz, die wir gerade live im Fernsehen verfolgen können, 1:1 mitgeschnitten in hervorragender, in der entsprechenden ausgegebenen Bildqualität. Gut, jetzt sind wir hier im 4K-Bereich unterwegs. Das kriegen wir mit dem Game Capture aufgrund der Datenmenge nicht gepackt, aber bis zu Full HD können wir da ohne weiteres gehen und ich glaube, die Bildbrillanz ist überzeugend. Das heißt, das, was wir jetzt aufgezeichnet haben, war früher auf einer VHS-Kassette, dann irgendwann auf einem DVD-Rolling, jetzt auf einem ganz, ganz kleinen Stick jetzt hier. Und das kann ich mir auch im Rechner anschauen und sogar bearbeiten, wenn ich das möchte. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die Aufnahme an, wenn der Carsten den USB-Stick nicht wegwirft. Liebe Zuschauer, Sie sehen, das ist super simpel. Wenn Sie jetzt sagen, ich weiß, meine Lieblingsserie kommt oder ein Film, den ich auf jeden Fall gerne aufzeichnen möchte, ja, dann schließen Sie einmal Ihr Gerät an oder lassen Sie es direkt angeschlossen. Den USB-Stick vielleicht auch direkt am Adapter einmal angeschlossen. Drücken Sie dann nur noch auf die rote Record-Taste. Und dann beginnen Sie einmal mit der Aufzeichnung Ihres Filmes oder Ihrer Serie. Die NX 4254 und die 569, die bestellen wir und Sie sehen auch, wie super simpel das jetzt einmal geht. Mhm. Der USB-Stick in den Rechner, in den PC, in das Notebook eingesteckt, einmal die Datei geöffnet und schon sehen Sie alles, was wir gerade aufgezeichnet haben, in einer ganz tollen Qualität. So, jetzt gleich müsstest du, glaube ich, die Aufnahme unterbrochen haben. Auch das können wir uns ja ganz kurz bis zum Ende anschauen. Das war 1:1 das, was Sie gerade also auch auf Ihrem Fernsehbildschirm zu Hause gesehen haben. Das hat auch unser Game Capture, unser HDMI-Videorekorder genauso gesehen wie Sie. Nur der hat es gleich ganz einfach noch mit aufgezeichnet. Alles das, was unverschlüsselt ist, das gilt natürlich auch mal für einen schönen Urlaubsfilm, den du mal auf einer DVD gebrannt hast oder was. Hast du jetzt Gäste da, die sagen, du, ich habe einen kleinen Speicherstick. Wir gucken uns das sowieso an. Ich nehme zwischendurch ganz einfach mal auf. Da musst du mir die Datei nicht schicken. Die Datenmenge ist vielleicht ein bisschen groß oder was. Macht der E-Mail-Server nicht mit. Kannst du sowas super benutzen, natürlich für jedes PC- und Konsolenspiel. Auch das eine tolle Angelegenheit. Erst recht für diesen Satz hier haben wir stark verkauft. Speziell also auch als Weihnachtsgeschenk für die Jugendlichen, wenn die ihre Spielsituation da aufzeichnen wollen. Liebe Zuschauer, alle unverschlüsselten Verbindungen können hier aufgezeichnet werden. Sichern Sie sich den fantastischen TV-Sonderpreis. Und das nächste Produkt auf Platz Nummer 6, das hat das Stichwort Digitalisieren. Sie digitalisieren nämlich jetzt, wenn Sie möchten, Ihre Super 8 und Normal 8 Filme. Vollautomatisch, ganz ohne PC. Liebe Zuschauer, Erinnerungen, die nie wieder ausgelöscht werden. Erinnerungen, die Sie jetzt mit in die Zukunft nehmen, mit Ihrem HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Und lieber Carsten, das sind gerade so fantastische Erinnerungen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, man hat hier von der Familie einfach Aufzeichnungen, wie zum Beispiel Oma, danke, Opa, die Urgroßeltern, Großeltern da waren, wie sie gelebt haben, wie sie jung waren, wie sie Spaß hatten zum Beispiel. Und diese Erinnerungen sind vielleicht irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller und sind kurz vor dem Zerfall. Liebe Zuschauer, retten Sie Ihre Schätze. Das sind einzigartige Erinnerungen, die Sie so auch nie wiederholen können. Hier mit einer Möglichkeit, das Ganze bequem von zu Hause aus zu machen. Ja, ganz genau. Und ich sag mal, wenn man das so sagt, also unterm Strich gesehen, haben wir jetzt hier eine tolle Möglichkeit gefunden für unsere Kunden natürlich. Und wir haben lange nach so einer Lösung gesucht, um ganz einfach nicht nur VHS-Kassetten, Schallplatten oder auch mal Musikkassetten einfach zu digitalisieren und das denkbar einfach ohne jegliche Computerkenntnisse. Wir sind mehrfach angeschrieben worden, auch gefragt worden, hör mal, ich habe so viele Super-8-Filme oder auch die 8mm-Filme, die ganzen Filmrollen noch am Dachboden oder im Keller in der Kiste und da sind eben Aufnahmen drauf von den Großeltern, von den Urgroßeltern, wie sie so alt waren wie unsere Kinder heute. Und natürlich weiß man, dass genauso wie bei einer Schallplatte oder bei einer VHS-Kassette so ein Band, ja, ungefähr 20, 25 bei guter und professioneller Lagerung auch mal 30 Jahre hält, aber dann ist Feierabend. Irgendwann zerbröseln dir diese Erinnerungen ganz einfach durch die Finger und das sind Erinnerungen, die sind unwiederbringlich, liebe Zuschauer. Ja? Also ich würde mir heute wirklich alles dafür geben, wenn ich nochmal mit meinem Großvater sprechen könnte, der vor vielen Jahren leider verstorben ist. Ich war noch relativ klein, als das soweit war und ich kann mich nur noch sehr, sehr vage daran erinnern. Ich weiß aber wohl, dass ich einen sehr guten Draht zu meinem Großvater hatte und es auch heute noch sehr bedauere,
diese Gespräche mit ihm nicht mehr führen zu können. Heute wahrscheinlich auf einem ganz anderen Niveau als damals mit 12 Jahren. Und das sind eben genau die Erinnerungen, die man bewahren möchte, denn das sind unsere Wurzeln. Ja, das sind ihre Wurzeln, das sind Vivians Wurzeln, das sind meine Wurzeln. Und ich finde es schön, wenn man ganz einfach sieht, dass auch der Urgroßvater im Alter von 8 Jahren fast genauso aussah wie wahrscheinlich ihr Sohn heute. Ja, da siehst du wirklich so die einzelnen Generationen, dass man sich dann als Erwachsener, als Jugendlicher dann ein Stück weit anders entwickelt, das ist klar. Aber die Gene, die in der Familie liegen, gerade bei uns ist das sehr ausgeprägt, die lassen sich nicht verleugnen. Die lassen sich nicht verleugnen, liebe Zuschauer. Und das Schöne ist, Sie haben ja dann einmal diese fantastischen Filme, diese Erinnerungen auf eine SD-Karte zum Beispiel gespeichert. Ja. Und die können Sie dann natürlich verwenden, wofür Sie wollen. Carsten, ich denke da auch gerne zum Beispiel an bevorstehende Hochzeitsfeste oder vielleicht auch an eine Silberhochzeit, an eine Goldhochzeit, wo man dann einfach auch die vergangenen Jahre nochmal Revue passieren lassen möchte, wo man zeigen möchte, so war die Familie beisammen. Und du hast es gerade angesprochen, auch ich habe leider meinen Opa nur 6 Jahre lang kennenlernen dürfen und das war eine wirklich sehr, sehr kurze Zeit. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, dass er wahnsinnig gerne mit mir gespielt hat und dass er mir immer kleine Tomaten gekauft hat und das wurde damals auch zum Beispiel festgehalten. Oder natürlich auch die Generation davor. Liebe Zuschauer, holen Sie sich die Erinnerungen für 379,91 €. Wir müssen an dieser Stelle dazu sagen, dass das bereits die zweite Vorbestellliste ist, auf die Sie sich einmal quasi schreiben lassen können. Wir haben nämlich bereits eine gehabt, Carsten, die war innerhalb von wenigen Tagen wirklich rappelvoll, sodass wir eine zweite Lieferung geordert haben. Liebe Zuschauer, auch diese ist wieder kurz vor der Begrenzung. Also das heißt, wir haben nur noch ganz wenige Plätze auf der Bestellliste für Sie frei. Deshalb hier bitte schnell in die Leitung gehen. Ihre Bestellnummer, die NX4294 und die 569. Und Sie sehen es hier, die Kleinen, die spielen, die haben Spaß zum Beispiel. Das sind so wertvolle Erinnerungen, auch wenn man an die Zeit damals zurückdenkt, Carsten. Ja, ja. Die Mode zum Beispiel, die Frisuren, da kann man auch mit der Familie gut und gerne mal zusammen lachen. Da werden vielleicht auch die ein oder anderen Krokodilstränchen fließen, garantiert, wenn man die Erinnerungen da sieht. Aber vor allem hat man diese Schätze einfach gerettet. Glücklich natürlich der dann seine Großmutter oder was dann im zarten Alter von mir aus 80, 85, 90 dann noch relativ rüstig neben sich sitzen hat, die wahrscheinlich grinsen wird, wenn sie sich auf einmal als junges Mädchen dann da im kurzen Röckchen oder sowas mit Zöpfen in den Haaren dann auf einmal wieder sieht. Und da sitzt sie dann auf einmal mit 92 und grinst sich ein. Was glauben Sie, was die Frau zu erzählen hat? Also mit der kann man sich abendfüllend zusammensetzen. Das würde ich sehr, sehr gerne tun, liebe Zuschauer. Und ich denke, da sind auch Sie erwachsen genug. Das Schöne ist, dass wir hier von einem sogenannten Standalone-Gerät sprechen. Deswegen hatte ich Ihnen gerade die Anschlüsse im hinteren Teil mal kurz gezeigt. Und du hast es auch erwähnt, wir speichern also direkt auf einer SD-Karte und müssen keinen Computer zwischenschalten. Du brauchst also keine Programmierkenntnisse, musst noch nicht mal wissen, wo ein Computer angeht. Wenn du es später anschauen möchtest oder ganz einfach auch mal auf einer Festplatte platzieren willst, von der SD-Karte aus. Kein Thema, kannst du es jederzeit machen. Und bitte, das Band geht ja nicht kaputt dadurch. Das Band bleibt ja trotzdem erhalten. Aber eben auch das, was man eben in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten noch damit machen kann. Das ist eine digitale Datei. Da kannst du ganz einfach mal eben kurz auf Kopieren, Ja gehen. Dann hast du die Daten wieder auf einem anderen Speicher wieder gerettet. Bei einem analogen Band war das früher so in dieser Form leider nicht möglich. Und deswegen werden diese Bänder jetzt in absehbarer Zeit ganz einfach zerbröseln. Die werden kaputt gehen, die Farben werden verblassen. Und um das zu umgehen, haben wir den entsprechenden Aufnahme, den Eindigitalisierer jetzt hier ins Programm mit aufgenommen und das für wirklich überschaubares Geld. 379 €, liebe Zuschauer, und 90 Cent. Hier auf jeden Fall sichern Ihre Bestellnummer, die NX4294 und die 569. Und jetzt kommen wir noch vielleicht zu einem Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Platz Nummer 5. Man sieht es wirklich in jeder und jeder Werbung. Ich glaube, dass gerade dieses Produkt wirklich auf ganz vielen Wunschlisten ganz, ganz weit oben steht. Ah. Liebe Zuschauer, wir reden von einer Handyuhr und Smartwatch. Und das ist, glaube ich, somit das Coolste, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Denn Carsten, telefonieren über das Smartphone, Videotelefonie, das ist alles super. Aber telefonieren wie James Bond 007 über das Handgelenk, das dachte man, ist eigentlich nicht möglich. Danke dir. Das ist vielen es. Dank. Ja, Gott sei Dank. Man kann dieses Vergnügen natürlich auch haben, wenn man dann 250, 300 Euro auf den Tisch legt. Sie kennen das von den üblichen Verdächtigen. Also gibt es einen amerikanischen Hersteller, die bieten die Modelle so ab ungefähr 305 oder sagen wir knapp 300 Euro mit den Einstiegsmodellen an. Man kann aber auch noch mal sehr tief in die Tasche greifen. Also auch da so 500, 600
600 Euro für eine Smartwatch, sprich also ein internetfähiges Telefon, ein Smartphone sozusagen, nur eben dieses Mal nicht zum in der Hand halten, egal in welcher Größe, sondern ganz einfach hier in Form einer Armbanduhr. Und das ist mal was richtig Spektakuläres, liebe Zuschauer. Da haben große Firmen tatsächlich also jahrelang für gebraucht, um diese Technik zu entwickeln, und diese Entwicklungskosten tragen sie als Kunde natürlich mit. Das haben unsere Techniker, das haben die Techniker von SimValley deutlich besser und deutlich schneller hinbekommen, wenn Sie mich persönlich fragen. Und deswegen können wir Ihnen das für 37,91 Euro anbieten. Das Schöne ist, du kannst hier mit dieser Uhr jederzeit die Verbindung zum Smartphone suchen, was du in der Tasche hast oder was du am Tisch liegen hast. Über Bluetooth geht das mit 10 Meter Reichweite. Dann hast du natürlich hier also auch volle Internetanbindung über dein Smartphone. Du kannst die Uhr aber auch jederzeit unisono mitnehmen. Das heißt, dein Smartphone, dein teures zu Hause lassen und ganz einfach auch mal nur die Uhr dabei haben. Bist trotzdem erreichbar und kannst natürlich jederzeit auch mal telefonieren, dann eben als ganz normale Uhrenvariante. Wir haben eine Kamera mit drin, eine VGA-Kamera, und das bedeutet, hier kannst du ganz einfach auch mal deine Schnappschüsse und deine Videos machen und die dann natürlich, wenn du das Telefon dabei hast, in der Tasche wahrscheinlich, in der Winterjacke, dann auch mal direkt verschicken per SMS, WhatsApp oder auch mal per E-Mail. Cool aber auch die Anbindung an die unterschiedlichen Betriebssysteme. Egal, ob du ein iPhone hast oder ein Android-basiertes Gerät, du kannst beide Betriebssysteme super damit koppeln und ganz einfach dann natürlich auch beispielsweise mal eine Kamera fernsteuern. Ja, du kennst das mit 3 oder mit 10 Sekunden, mit der Zeitverzögerung hast du kaum Zeit, um dich da vernünftig in Szene zu setzen. Meistens bist du dann so der Gehetzte auf dem Foto. Hier richtest du dich erstmal vernünftig ein und drückst ganz einfach auf Aufnahme. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Varianten. Du hast einmal die Bluetooth-Kamera, wenn die Verbindung zum Handy besteht, oder eben die separate Kamera, die du auch mal ohne Handy einsetzen kannst. Ja? Also eine schöne Möglichkeit. Vollwertiges Fitnessarmband ist ebenfalls mit dabei, mit Schrittzähler, mit Schlafüberwachung, mit allem, was dazugehört. Ja, die passende Applikation, beispielsweise auch Apple Health, funktioniert natürlich auch mit unserer tollen Smartwatch. Bitte den Speicher nicht vergessen, und wenn Sie sie separat nutzen möchten, eine SIM-Karte rein, wie man es vom Handy auch kennt, nur hier eben dieses Mal in Form einer richtig schicken und angenehm zu tragenden Smartwatch. Ich habe das Modell 4-mal gekauft in den letzten 3-4 Tagen, weil ich also das definitiv verschenken werde. Ich darf nicht verraten, an wen ich es verschenken werde, aber ich werde sie ein paar Mal einpacken noch in den nächsten Tagen, weil ich habe ein paar gute Bekannte, die werden sich sehr darüber freuen. Erwachsene natürlich, aber eben auch mal der ein oder andere Jugendliche, denn beide, sowohl die Jugendlichen 15, 16 Jahre alt, als auch die Erwachsenen, sind da richtig heiß drauf. Ein schönes Modell. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, Sie haben zahlreiche Extras, wie zum Beispiel einen 3D-Sensor für die Bewegungserkennung, ja, um zum Beispiel Ihre Schritte zu zählen. Wie viele Schritte gehen Sie? Und das ist, wie ich finde, auch ein fantastischer Motivator, den Sie sich hier für das neue Jahr holen können. Wenn Sie da vielleicht schon den einen oder anderen Vorsatz haben und sagen, ja, ich würde mich schon ganz gern was mehr bewegen, dann ist das genau das Richtige. Zudem haben Sie natürlich einen Kalorienrechner, einen Vibrationsalarm, wenn Sie vielleicht etwas länger nicht mehr aufgestanden und spazieren gegangen sind, dann sind Sie hier wirklich weltweit erreichbar. Sie können telefonieren wie ein Geheimagent, das übrigens auch direkt natürlich im Auto, weil Sie Ihr Handgelenk ja jetzt einmal zum Telefonieren nutzen und nicht Ihr Handy. Und zudem, liebe Zuschauer, haben Sie auch natürlich noch die Möglichkeit, hier einmal alle Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone direkt auf die Uhr zu bekommen. Ja. PX 3914 und die 569, Ihre Bestellnummer 37,91 €. Ich würde sagen, das ist ein Preis, wo man zugreifen kann, wo man sich selbst auch mal beschenken kann, Danke sagen kann. Und Sie wissen, dass Sie alle Produkte, alle Artikel, die Sie hier heute bestellen, die werden Sie auch noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bekommen, sodass Sie entweder sich oder auch Ihren Liebsten ein ganz tolles Geschenk machen können. Und es geht weiter mit Platz Nummer 4. Ja, und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ein Bestseller hin und weg. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir reden von einem Laserprojektor. Ja, ein Laserprojektor, der Ihnen den Sternenregen-Lichteffekt direkt nach Hause bringt. Und da einmal im Innenbereich, aber natürlich auch im Außenbereich. Und liebe Zuschauer, er ist lieferbar. Sie können ihn jetzt bestellen. Er wird auch jetzt noch vor dem Weihnachtsfest ankommen. Und lieber Carsten, das ist der Wahnsinn. Auch hier waren die Lieferungen wirklich innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube 2 Tage über ein Wochenende, war die erste Lieferung ausverkauft. Dann kam eine riesengroße nach. Ja. Auch die wieder.
komplett ausverkauft. Für Sie jetzt die einmalige Möglichkeit, hier Ihren Laserprojektor zu bekommen. Günstiger habe ich ihn noch nirgendwo gesehen, Carsten. Nee, richtig. Ich habe also selber mal geguckt, also auch mal auf diesen Vergleichsplattformen. Es gibt ihn nirgendwo anders zu solchen Konditionen. Dabei wird er häufiger angeboten und ich habe ihn vor kurzem also auch das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen. Ein Laserprojektor, man kennt doch diese kleinen Laserpointer, auch für Präsentationen und so weiter, gibt es ja schon etwas länger, aber in dieser gebündelten Form mit diesem richtigen Lichtergewitter in diesen tollen verschiedenen Programmen. Also das hat man so in dieser Form noch nie gesehen. Ich habe es gesehen in einer Dauerwerbesendung bei einem kleinen Spartensender und bin einfach hängen geblieben beim Durchseppen. Ich dachte, Mensch, das sieht aber schön aus. Das guckst du dir mal an. Habe ich ein Stück weit an Silvester gedacht. Ja? Mitunter, klar, ich sag mal, wir haben Kinder im Haushalt, im ganzen Haus und da muss auch mal so ein bisschen geböllert werden. Ich versuche es immer in überschaubarem Rahmen zu halten, weil unterm Strich ganz aus Geld verbrennt. Teuer, ne? Aber es ist Geschmackssache. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Also ich für meinen Teil gebe das Geld lieber für andere Sachen aus. Aber für so einen Projektor beispielsweise könnte ich mir das vorstellen. Denn hier hast du fast 60 Quadratmeter für die komplette Fassade im Außenbereich. Ist vollumfänglich wind- und wettertauglich. Und das ist quasi Feuerwerk den ganzen Abend, den ganzen Winter durch, das ganze Jahr durch. Denn im Sommer geht der ja nicht automatisch aus. Ne? Carsten, da hast du absolut recht. Gerade wenn wir an das bevorstehende Silvesterfest denken, liebe Zuschauer, das ist wirklich das Beste, was Sie machen können. Zum einen zahlen Sie hier nicht teure Silvesterraketen, die natürlich auch noch einige Gefahren hier mit sich bringen. Nein, Sie haben Ihr Silvesterfeuerwerk, möchte ich schon fast sagen, direkt an Ihrer gesamten Hausfassade. Und da werden die Nachbarn richtig neidisch sein, denn so tolle Silvesterraketen gibt es gar nicht, die so gleichmäßig, so wunderschön und vor allem zu jeder Zeit hier einmal dieses tolle Muster an die Wand oder in den Himmel wirft. Liebe Zuschauer, das ist ein Preis, den sollte man sich auf jeden Fall sichern. Sie haben 9 verschiedene Muster, aus denen Sie wählen können. Entweder 6 bewegte oder 3 Standmuster, entweder den grünen Laser oder den roten Laser oder vielleicht auch beides kombiniert. Und ich finde, ja, genau, dass dieses Muster wirklich aussieht wie Raketen, die hier gerade wirklich leuchten. Wunderschönes Silvesterfeuerwerk, wie rein in Flammen oder sowas, oder? Ja. Also eine wirklich tolle Angelegenheit. Und wie gesagt, ich finde also auch diese Anordnung hier, gerade auch die starren Programme, 3 Stück haben wir ja an der Zahl dabei, schon recht peppig. Das sieht so ein bisschen aus und da bin ich ganz Mann, wie in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ja, also, wow, also schon was ganz, ganz Besonderes. Man muss noch ein Stück weit also auch die Projektionsentfernung bedenken. Das sind also auf einer Fläche von knapp 60 Quadratmeter, 58, sowas um den Dreh, knapp 100 Meter Projektionsentfernung. Aber den Platz, den werden viele ganz einfach zur Verfügung haben. Zumal wir den Erdspieß mitliefern, Dreibeinstativ für innen oder außen und natürlich auch der Erdspieß direkt mal für den Rasen zum Beispiel. Also ganz, ganz toll und alle Möglichkeiten hat man damit offen. Carsten, das sieht aus wie ein Silvesterfeuerwerk. Oder? Dieses Silvesterfeuerwerk ist jetzt aber komplett sicher. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Und das Tolle ist, dass Sie den Laserprojektor nicht nur an Ihrem Silvesterfest benutzen können. Nein, Sie können, wenn Sie jetzt bestellen, diesen Laserprojektor schon einmal zum Weihnachtsfest direkt auf die Hausfassade strahlen. Ja. Vielleicht dann nicht dieses Silvesterleuchtprogramm einmal auswählen, sondern vielleicht ein Standmuster, um Ihr Haus einfach wunderschön und vor allem auch effizient hier zu beleuchten. 5 Watt, auch richtig, richtig witterungsbeständig, minus 20 Grad, kein Problem für den Laserprojektor. Liebe Zuschauer, am Silvesterfest werden Sie Spaß haben. In der Sommerzeit können Sie Ihr Beet, Ihre Hecke abends bei Dämmerung wunderschön erstrahlen. In tollen Lichtakzenten. Ihre Bestellnummer, die NC 5828 und die 569. 37,91 €. Liebe Zuschauer, das ist für Sie heute die Chance, noch einmal den Laserprojektor vor Ihrem Weihnachtsfest einfach begrüßen zu dürfen, dass Sie passend zum Heiligabend hier nochmal die richtigen Lichtakzente, diesen Sternenregen-Lichteffekt an Ihre Hauswand bringen oder in Ihre Innenräume. Das entscheiden Sie. Also ich bin hin und weg von diesem Produkt. Ein Sie richtiger Bestseller. Also gerade auch mal innen, auch gerade mal in so einem Jugendzimmer einfach nur peppig. An die Wand oder so. Oh, cool. Toll. Also Sie werden da wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten haben. Also hier ganz schnell in die Leitung gehen und wir gehen aufs Treppchen, Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 ist was ganz Besonderes. Ja. Man stellt sich oft die Frage, was soll es denn jetzt sein? Eigentlich bräuchte ich ein Notebook, aber ich möchte natürlich ganz flexibel sein, wie mit einem Tablet. Ja, was macht man denn dann? Ja, 2 Geräte kaufen. Ich kann mir das nicht leisten, 2 Geräte zu kaufen, ein Tablet und vor allem noch ein Notebook. Ich möchte aber bequem arbeiten können, aber auch auf der Couch mal gemütlich surfen. Ja, und das ist eine tolle Angelegenheit. Aber du willst natürlich jetzt nicht irgendetwas kaufen und Kompromisse machen, weil du eben 2 Geräte brauchst. Ein Tablet-Computer, schön flach.
mobil einsetzbar natürlich super oder dann eben auch mal für die Standardgeschichten. Vielleicht ganz einfach mal einen schönen, leistungsstarken Laptop, der den Anforderungen der heutigen Zeit und sicherlich auch der kommenden Jahre noch gewachsen ist. Und da hat Hewlett-Packard aus der Elitebook-Serie ein Wahnsinnsgerät auf den Markt gebracht. Also da bin nicht nur ich geflasht, also selbst die Fachpresse ist da voll des Lobes, weil ganz einfach die Leistungsdaten stimmen. Wir haben hier also alleine schon einen der modernsten Prozessoren momentan auf dem Markt mit drin. Und das ist der Intel Core i7. Ja, Kenner wissen, das ist das Schnellste, was du momentan für Geld kaufen kannst. Aber nicht nur das, in Verbindung mit 16 GB Arbeitsspeicher, viermal so viel übrigens wie die meisten anderen Geräte, ist das ein richtiger Rennwagen, hast du dir 128 GB Festplattenspeicher, kommst du locker mit hin, ein schöner Grafikchip mit drin, natürlich hochauflösend, hast einen Cardreader, eine Webcam, einen Fingerabdrucksensor, musst dir keine Passwörter merken, natürlich vollumfänglich WLAN-fähig, aber eben auch mobil einsetzbar, dann ganz einfach mal über das UMTS-Netz, sprich über das Handynetz, diverse Anschlüsse natürlich dran, unter anderem auch schon der USB 3.0-Anschluss und das schön kompakt, auf 12,1 Zoll, das sind knapp 31 Zentimeter in der Diagonale. Also für einen Laptop absolut fantastisch und perfekt ausgestattet. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende angekommen. Und jetzt kommt der ganz besondere Clou. Ich freue mich. Im Handumdrehen. Achtung. Schauen Sie zu. Schwupp. Zack, ich mache es extra langsam, ja? Und jetzt, zack, runterklappen. Und schon haben Sie einen vollwertigen Tablet-Computer und zwar mit einem i7-Prozessor. Und das ist natürlich mal ein richtiger Hammer jetzt hier. Vor allem ist es schön zu sehen, dass der Bildschirm natürlich hier auf die Berührung meines Fingers reagiert. Das heißt, genauso arbeitet wie ein ganz normales Tablet auch, ganz egal, wie der Hersteller heißt. Und wenn Sie jetzt hier mal, natürlich auch jederzeit zuschaltbar, ganz einfach auch mal die Tastatur eines Tablet-Computers, keine Frage. Wenn man aber jetzt hier mal hingehen möchte und möchte sagen, pass mal auf, ich mache lieber das Ganze mal mit einer vollwertigen Laptop-Tastatur, komme ich besser mit zurecht, bei einer größeren Schreibmenge, dann nimmst du ganz einfach den Monitor, drehst ihn wieder rum, ja, und dann hast du natürlich eine vollwertige Ausstattung einer kompletten PC-Tastatur. Alles ein bisschen kompakter, wobei die Größe der Tastatur jeder handelsüblichen Größe auch eines 14 oder 15 oder 16 Zoll großen Gerätes entspricht. Aber das Gehäuse ist schön kompakt gemacht, schön robust gemacht, vor allen Dingen, dass man so etwas auch mal super mitnehmen kann. Gerade dann also auch in der Tablet-Variante muss den Deckel da also nicht runternehmen oder was. Es gibt ja auch die Geräte, wo du dann hier den Tablet-Computer einfach rausnimmst hier zum Beispiel. Ja, aber das ist nicht der Fall. Hier hast alles zusammen unter einem Dach und das für einen absoluten Spitzensatz. Da zahlst du sonst knapp 2000 Euro für. Ja, das ist ein fantastisches Gerät und das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt nicht zwei Geräte, wo einmal separat die Daten gespeichert werden müssen. Sie haben alles hier kompakt in einem Gerät. Sie haben einen Wahnsinnsspeicher. Sie haben hier wahnsinnige Leistungsdaten, liebe Zuschauer. Trotzdem aber die Möglichkeit, ganz bequem mit einem Tablet zum Beispiel auch mal auf dem Sofa zu surfen oder um im Bettchen mal ein Video zu schauen. Entweder auf YouTube vielleicht oder ein Film, den Sie streamen möchten zum Beispiel. Sie haben den kapazitiven Bildschirm einmal, wo Sie dann natürlich auch extra noch mal näher ranziehen können, was Sie genauer lesen wollen. Oder vielleicht Sie sagen auch, ich gehe jetzt mit dem Stift, der übrigens auch einmal durch eine kleine schöne Schnur an dem Gerät befestigt ist, über das Display und schaue mir einfach mal die Nachrichten an oder vielleicht auch das Wetter, was es generell so Neues gibt, die E-Mails. Und wenn Sie dann eine E-Mail gefunden haben, auf die Sie antworten müssen oder möchten, ja, dann drehen Sie einfach einmal den Monitor um, dann haben Sie hier ganz bequem Ihre Tastatur und können dementsprechend dann super einfach und super leicht antworten und das ist Komfort der Extraklasse, gepaart mit Leistungsdaten, die einfach nur begeistern. Liebe Zuschauer, wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 2000 Euro. Da hat Pearl bereits richtig drastisch reduziert auf 599,90 Euro. Für Sie im TV-Sonderpreis heute das Geschenk an Sie selbst oder an Ihre Liebsten zum Weihnachtsfest 569,91 €. Was Sie brauchen, das ist die Bestellnummer und die sehen Sie oben einmal eingeblendet. Das ist die REF 4033 und die 569. Versandkostenfrei wird Ihnen einmal das Elitebook aus dem Hause Hewlett-Packard geliefert, wenn Sie hier schnell in die Leitung gehen. Ich bin begeistert, vor allem, wenn man die Frage dann einfach nicht mehr braucht. Tablet, Notebook, Kennst du
du, kennst du einen Tablet-Computer, der mal eben locker flockig einen i7-Prozessor, nope, 16 GB Arbeitsspeicher und diese 128 GB Festplattenspeicher mit modernster Technologie bietet? Nee. Was glaubst du, was du da an anderer Stelle für bezahlen müsstest? Nur für das Tablet? Das, ja, stimmt. Also dann hättest du noch immer noch keinen Laptop in der Hand. Hier hast du beides zusammen und das auch noch mega robust gemacht. Ist ein Gerät aus der Elitebook-Serie und das von Hewlett-Packard. Also das sind Leistungsdaten, da kannst du nur sagen, mit der Zunge schnalzen. Ja, richtig, genau. Deshalb genau auch Platz Nummer 3. Ein absoluter Bestseller, ein heiß beliebtes Produkt. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle bitte schnell in die Leitung gehen, wenn Sie Ihr Lieblingsprodukt vielleicht schon gefunden haben oder auch mehrere, denn die Bestseller, die sind natürlich heiß begehrt. Und deshalb machen wir weiter, Platz Nummer 2. Absoluter Bestseller, ein Klassiker und wie Carsten und ich finden, ein absolutes Must-Have in jeder Wohnung, ja, und richtig, in jedem Haus. Richtig. Denn liebe Zuschauer, Sie können 40 Tage ohne Essen auskommen, 4 Tage ohne Wasser, aber nicht einmal 4 Minuten ohne die Luft. Und da wir die Luft zum Leben brauchen, da wir unserer Gesundheit was Gutes tun möchten, sollte unsere Luft auch einfach von Schadstoffpartikeln, von Viren, von Keimen einfach gereinigt sein, sodass Sie gut schlafen können, dass Sie gut in den Tag starten und vor allem, dass Sie natürlich auch beim Festtagsschmaus oder vielleicht auch beim Surfen, beim auf der Couch sitzen einfach super gut durchatmen können. Ja. Wir reden von einem hocheffektiven Luftreiniger, der Ihnen hier für 18,91 Euro richtig frische Luft nach Hause bringt. Und Carsten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der kalten Jahreszeit, ja, da lüftet man nur mal ganz kurz, weil man möchte ja auch nicht einmal die geheizte Wohnung dann quasi durch die Fenster, durch das Öffnen der Fenster dann wieder kalt kostet, haben. Ja, kostet ja wahnsinnig viel Geld, genau. Und deshalb verzichtet man auf ausgiebiges Lüften. Dabei ist das eigentlich wichtig, oder? Ja, also man spätestens... Man braucht einen Luftreiniger. Ja, also einen Luftreiniger brauchst du. Also brauchst du auch im Sommer, weil grundsätzlich hast du auch im Sommer mitunter schon mal Geruchsbelästigungen. Vielleicht mal von den Haustieren, hast vielleicht einen Raucher oder was, auch mal in der Nachbarschaft. Und dann zieht ihn dann im Sommer bei einem geöffneten Fenster, also auch mal der Rauch von der Nachbarschaft direkt ins Wohnzimmer. Haben wir alles schon erlebt. Aber reden wir ruhig über die bevorstehenden Feiertage. Raclette, Fondue, alles super Angelegenheiten. Sicherlich auch mal ein leckerer Fisch. Hier unser Hausmeister, der Jakob, hat mir verraten, der hat sich einen dicken Karpfen bestellt, so ein 3-Kilo-Koloss, den wird er zubereiten. Super natürlich am Abend, das riecht einfach nur fantastisch. Ein bisschen Knobi dazu, ja, ach, lecker, ein schönes Aioli-Sößchen. Oh, schon eine feine Angelegenheit, am nächsten Tag willst du den Geruch aber nicht mehr haben. Ja? Da brauchst du natürlich einen Luftreiniger, denn mal eben kurz Stoßlüften wird sicherlich mal für frische Luft sorgen zu Hause, ja. Aber die Gerüche kriegen Sie damit nicht weg. Die hängen auch in den Polstern, die hängen in der Gardine, die hängen in der Kleidung drin. Und so ein Luftreiniger sorgt ganz einfach dafür, Carsten, dass diese Gerüche verschwinden. Wir haben da ein kleines Experiment gemacht, liebe Zuschauer. Mhm. Das möchten wir Ihnen mal zeigen. Denn zum Beispiel auch die Raucher zu Hause. Hier sehen Sie das einmal. Wir haben hier eine Zigarre, kann natürlich auch eine Zigarette sein. Sie wissen, da wird am Abend werden da mal 2, 3 geraucht, wenn nicht sogar auch 4, 5. Spätestens am Silvesterabend. Und dann, genau, haben Sie einfach den gesamten Rauch in Ihrer Wohnung. Den atmen Sie immer weiter ein. Auch die Personen, die vielleicht nicht rauchen, atmen den passiv ein. Und da braucht man einen hocheffektiven Luftreiniger, weil er einfach die gesamte Luft, diesen gesamten Rauch einmal einzieht, ihn reinigt durch einen Permanentfilter und ihnen dann vorne einfach nur noch die gereinigte frische Luft abgibt. Und das ist einfach das Fantastische. Also, wir möchten für Sie zusammenfassen. Sie haben einen Luftreiniger, der Ihnen die Viren, die Keime, hier sehen Sie es vorher, nachher und natürlich auch die Gerüche aus Ihrer Raumluft entfernt. Und es ist einfach so schlimm, wenn man Probleme mit den Atemwegen hat. Ja, da ja ist sowas Gold wert. Ich kann mir das auch super vorstellen, zum Beispiel im Schlafzimmer oder sogar natürlich gerade auch in der Küche, Carsten, du sagst es, in der kalten Jahreszeit frittiert man da vielleicht, dann hat man auch die Gerüche. Das ist richtig unangenehm. Ja, also da muss man ganz klar sagen, wenn du dich nicht für eine unserer zahlreichen Heizluftfritteusen entschieden hast, hast du diese Gerüche natürlich von der Fritteuse 3 Tage in der Wohnung das drin. Das stimmt. Oder mitunter auch schon mal Nagetiere zu Hause. Wenn man Kinder hat, kennt man das. Hamster, Meerschweinchen, Hasen beispielsweise, die riechen immer so ein bisschen wie im Pferdestall. Ammoniak, ja, und das ist so im Allgemeinen das, was man als sehr... Oder so eine Katzentoilette. Ja, ganz genau, Katzentoilette, das ist wie eine Stinkbombe, ist nichts anderes. Ja. Und, wie gesagt, das ist Ammoniak an sich nichts Schlimmes, weil das sind Wiederkäuer oder die essen also eigentlich nur organische Geschichten. Aber trotzdem riecht es unangenehm. Ja, das möchtest du nicht haben, erst recht nicht, wenn Gäste kommen. Bitte, wir haben ein permanentes Filtersystem, du hast es angesprochen. Die ganzen kleinen Partikel, die wir aus der Raumluft herausnehmen, die unser Luftreiniger hier ganz einfach antistatisch hier anhaftet, die kannst du auch sehen. Nach 3, 4 Wochen in der Masse kannst du sie dann wahrnehmen. Da ganz einfach mit dem Lappen drüber trocken machen, bitte, da ist Strom drauf auf dem Gerät. Und dann wieder rein in die Maschine und weiter geht's. Also, keine Folgekosten. Und das bei Räumlichkeiten bis zu 100 Quadratmeter. Von einem Abend auf den nächsten Morgen.
Morgen sind die Gerüche verschwunden, die Raumluft ausgereinigt. Und das bedeutet keine Erkältung mehr oder zumindest deutlich verringertes Risiko. Und vor allen Dingen auch keine unangenehmen Gerüche mehr. Und das für 18,91 Euro. Alter Verwalter. Also da haben wir echt etliche Zehntausende von rausgegeben. Und ich selber habe ihn auch dreimal zu Hause mittlerweile. NC 5328 und die 569, die Bestellnummer für Ihren hocheffektiven Luftreiniger. Übrigens, liebe Zuschauer, auch Gebrauchtwagenhändler benutzen den Luftreiniger, um den Zigarettenrauch und vor allem natürlich auch die Gerüche aus den Fahrzeugen zu entfernen. Das können Sie natürlich mit Ihrem Luftreiniger dann auch machen. Und ich würde sagen, Trommelwirbel, für Sie kommt jetzt Platz Nummer 1. Liebe ihn. Das ist der Putzteufel, der Ihren Scheiben und Glasfassaden einfach neuen Glanz gibt. Ganz egal, ob Fingerabdrücke, Schmutz, Staub oder Co., die entfernen Sie jetzt nicht mehr von Ihren Scheiben. Nein, Sie lassen das machen. Von einem intelligenten Profi-Fensterputzroboter, liebe Zuschauer. Und das ist Lebensqualität und vor allem ganz viel Zeit, die Sie hier bekommen. Ja, und das haben unsere Zuschauer ganz klar erkannt. Und mittlerweile sind wir also auch schon in einer Generation angekommen, wo man sagt, also hier passt der Preis. Bei uns sowieso ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab 400 Euro plus X fangen die Geräte an anderer Stelle an. Und die machen genau das Gleiche, was unsere auch macht, nämlich zufriedenstellend glatte Flächen ausreinigen. Und wir können natürlich jetzt über die Maschine sprechen. Wir können Ihnen verraten, wie viele Lasersensoren da verbaut sind, wie viele Quadratmeter der pro Stunde schafft, um da die Scheiben auszureinigen, wie toll doch die Mikrofaserqualität ist. Aber ganz ehrlich, liebe Zuschauer, das ist ein Fensterputzroboter und der reinigt Ihnen alle Fenster aus. Er kennt die Ränder und so weiter. Den kann man also auch ohne weiteres in dieser Generation über den Lasersensor mal auf einen Fliesenspiegel im Bad setzen oder auch mal auf eine Glasduschkabine draufsetzen. Selbst die Ränder erkennt er. Lassen Sie uns aber bitte doch lieber über die Freizeit sprechen. Über das, was uns häufig abhanden kommt. Ganz besonders dann, wenn man eben vielleicht noch berufstätig ist, einen Haushalt hat, Familie hat. Dann kennen Sie das. Der Tag hat auch für Sie nur 24 Stunden. Und manchmal kommt man dann irgendwann abends um 11 Uhr dann vielleicht mal so 2 Minuten zur Ruhe und da ist man so müde, dass man sofort einschläft. Freizeitqualität gleich null. Hier haben Sie einen Helfer, der Ihnen die unangenehme Aufgabe des Fensterputzens immer und immer wieder abnehmen kann und abnehmen wird. Dem ist es egal, ob wir 3 Grad über Null oder 28 Grad im Schatten haben draußen. Dem ist es egal, ob es stürmt, ob es schneit, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Dem ist das völlig egal, ob Sie das montags morgens um 5 machen wollen oder sonntags abends um 11. Noch nicht mal die Nachbarn wird es interessieren, weil der so leise unterwegs ist, dass ein Baby direkt daneben im Zimmer schlafen kann. Ich habe den Vorgänger zu Hause, sensationell vom Putzergebnis, endlich mal streifenfreie Fenster. Und da tut uns natürlich auch die Mikrofaserqualität der Putztücher einen ordentlichen Gefallen hier. Richtig, die kann man nämlich dann wieder in die Waschmaschine einmal einwerfen und dann reinigen lassen und dann natürlich immer und immer wieder verwenden. Liebe Zuschauer, dieser Fensterputzroboter, der reinigt nicht nur Ihre Fenster, nein, der putzt diverse Oberflächen. Der hat einen Drucksensor, der reagiert auf unebene Flächen und reguliert dann einmal den Luftdruck, sodass Sie zum Beispiel auch Ihren Fliesenspiegel damit reinigen können. Funken. Dass Sie zum Beispiel Ihren Spiegel oder vielleicht auch Ihre Duschkabine, auch wenn sie rahmenlos ist, auch diese hier von ihm reinigen lassen. Ja. Denn ein Lasersensor, der erkennt Hindernisse und vor allem auch das Ende eines rahmenlosen Fensters. Dann eine AI-Technologie, die den optimalen Putzweg berechnet, liebe Zuschauer. Verrückt, und diese Technologie, die erkennt auch die Kanten, sodass er dann ganz exakt quasi einmal über die verschmutzten Stellen vielleicht dann noch ein zweites Mal fährt, dass er Ihnen auch die Kanten super ausreinigt, sodass Sie das Putzergebnis haben, welches Sie wünschen und einen Anti-Absturz-Algorithmus. Sie haben zudem noch ein Sicherungsseil, wo Sie dann einmal Ihren Fensterputzroboter befestigen können. Da kommt vielleicht mal das Enkelchen, das Kindchen kommt gegen das Kabel oder die Tierchen, die Hunde, die da im Haushalt sind. Kein Problem, 20 Minuten Notstrom. Der wird dann ein bisschen piepsen und Ihnen sagen, hey, ich brauche wieder Strom. Aber da passiert absolut nichts. Also ich bin begeistert und ich finde es toll, weil gerade viele Personen einfach Hilfe brauchen. Entweder, weil sie es zeitlich nicht schaffen lassen, oder weil man einfach auch sagt, körperlich ist man nicht mehr in der Verfassung dazu, die Knie schmerzen, der Rücken tut weh, die Fenster auszureinigen. Und da möchte ich nicht jedes Mal fragen, hey, hast du Zeit? Ich weiß, dass ich dir deine Freizeit wegnehme. Dann überlegt man vielleicht, jemanden dafür extra zu holen, den man dafür zahlt. Ja, und liebe Zuschauer, das ist wahnsinnig teuer. Hier geht das einfacher. 284
49,91 € für ganz viel Lebensqualität, für ganz viel Selbstständigkeit, die Sie hier haben. Und vor allem, ja, Sie können sich zurücklehnen, während Ihr Profi-Fensterroboter für Sie putzt. Und gerade jetzt zum kommenden Jahr, liebe Zuschauer, in der besinnlichen Weihnachtszeit sollten Sie auch einfach mal an sich selbst denken, an Ihren Rücken, an Ihre Gesundheit und an die kostbare Zeit, die Sie haben mit Ihren Liebsten. Und ja, Sie sollen im kommenden Jahr nicht Ihre wertvolle Zeit damit verbringen, hier wirklich im Dreck zu stehen, die Fenster zu reinigen, Schmerzen zu haben. Genau, von der Leiter. Da passiert dann natürlich auch noch gerne Unfälle mal im Haushalt. Gott bewahre Sie. Aber vor allem sollen Sie einfach wieder genießen. Sie sollen sich da keine Gedanken drüber machen. Lassen Sie ihn für sich reinigen und Sie werden den auch nie wieder hergeben wollen. Verleihen können Sie den natürlich auch, wenn Sie jemanden Gefallen machen. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Produkt, welches Sie sich jetzt selbst zum neuen Jahr und auch zum Weihnachtsfest schenken können. Kleiner Tipp, 2 Mikrofasertücher haben wir dabei, also jeweils 3 Stück im Lieferumfang enthalten. Einmal das blaue, ist die etwas gröbere Qualität. Super, wenn man also auch mal grobe Verschmutzungen auf der Scheibe drauf hat. Oder für die Fugen, ne? Oder für die Fugen natürlich. Ganz einfach eine Seite auch, das wäre mein Tipp, nebelfeucht einsprühen, die andere Seite trocken lassen. Dann kriegt ihr also auch mal etwas härtere Verschmutzungen weg. Und wir haben noch ein zweites Tuch mit dabei, auch davon 3 Stück. Das ist die etwas feinere Mikrofaserqualität. Da kannst du mal zum Polieren drüber gehen oder vielleicht auch ganz einfach mal, um mal so eine gewisse Staubschicht auch mal von den Fliesen zu entfernen. Auch da kann man eine Seite nebelfeucht einsprühen und die andere trocken lassen. Chemie oder sowas brauchst du da gar nicht einzusetzen. Und die Zeitersparnis ist sensationell. Überlegen Sie, was Sie für Zeit beim Fensterputzen gebraucht haben. Das macht in der Zukunft ganz einfach die Maschine und die Zeit haben Sie als Plus obendrauf. 284,91 €, liebe Zuschauer. Ihre Bestellnummer, die NC3909 und die 569. Das war Ihre Top 10, die Bestseller aus dem Jahr 2016. Und wir haben ganz viele Produkte. Also hier bitte schnell in die Leitung gehen, damit Sie sich Ihre Schätzchen sichern und natürlich damit Sie auch gut zum Weihnachtsfest hier feiern können, dass Sie gut in das neue Jahr kommen. Liebe Zuschauer, sichern Sie sich die TV-Sonderpreise und vor allem haben Sie eine ganz tolle und besinnliche Weihnachtszeit und natürlich auch einen tollen Start in das neue Jahr, vielleicht sogar ohne das Putzen von Fenstern. Los geht's! Ja.